Irre Geisterfahrt auf der Bundesstraße 80 in Sachsen-Anhalt. Mit Tempo 100 rast der hellgrüne Mercedes am ersten Weihnachtsfeiertag auf der B80 in Richtung Eisleben, immer entgegen des Verkehrs. Die Beifahrerin des Geisterfahrers schlägt vor Schreck die Arme über dem Kopf zusammen und versucht offenbar, auf den Fahrer einzureden. Ein Leserreporter hält die dramatischen Szenen mit seinem Handy fest. Guck mal, wie die winkt. Kurz nachdem diese Bilder entstanden sind, wird der Mercedes einen Toyota rammen und Fahrerflucht begehen. Beide Insassen des Toyota bleiben unverletzt. Nach dem Fahrer des grünen Mercedes mit bayerischem Kennzeichen wird gefahndet.